Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du OpenBVE auf Windows installieren kannst. Wenn du auf unserer Internetseite bist, wählst du ganz einfach einmal openbveproject.net Download aus oder klickst hier ganz einfach auf diesen Button und schon wirst du auf eine Seite weitergeleitet. Die nennt sich openbve-project.net. Das ist die offizielle OpenBVE-Seite und hierunter können wir unseren Windows Installer auswählen. Den öffne ich ganz einfach mal. Ich wähle Datei speichern aus und die Datei sollte relativ zügig heruntergeladen werden. Dann wählen wir ganz einfach unseren Downloads-Ordner aus und ich klicke einfach mal mit einem Linksklick darauf. Dann sollte sich das Fenster öffnen, ob wir das zulassen wollen, dass Änderungen an unserem Gerät vorgenommen werden. Wir wählen Ja aus und schon sollte sich der Installer öffnen. Wir wählen ganz einfach deutsche Sprache aus, in unserem Fall schätze ich mal. Dann wählen wir unseren Pfad aus. Und dann wird gefragt, ob wir in unserem Startmenü den Ordner OpenBVE haben wollen. Wir könnten aber auch auswählen, keinen Ordner im Startmenü erstellen, falls ihr Entwickler seid, ist diese Option vielleicht ganz nützlich, aber ansonsten könntet ihr eigentlich den Ordner im Startmenü vernachlässigen. Ansonsten wählen wir mal weiter aus und ich wähle ganz einfach aus Desktop-Symbol erstellen und Create a Desktop Shortcut for the OpenBVE Addons Folder würde ich euch auch dringend empfehlen. Dann wählen wir ganz einfach mal weiter aus. Und dann können wir hier sehen, wo denn unser Addons-Folder installiert werden soll. Das dürft ihr nun selber für euch entscheiden. Ich wähle ganz einfach App Data Roaming OpenBVE User Data. Das wähle ich hier einfach mal aus. Dann wähle ich weiter aus und installieren. Nach kurzer Zeit wurde das Programm nun fertig installiert und wir können hier nun noch verschiedene Optionen auswählen. Wir könnten theoretisch OpenBVE starten, das sollte natürlich kein großer Act sein. Ich wähle mal den Haken aus und drücke Fertigstellen. Nun brauchen wir aber nochmal schnell von unserer OpenBVE-Seite, ganz einfach als Demonstration, nochmal ein Extra Files, das sehen wir ganz einfach unter Download, Extra Files. Hier können wir British Railway Signaling Libraries auswählen. Das wurde relativ zügig installiert, dann können wir auch schon den Firefox schließen. Und währenddessen können wir einfach mal auf OpenBVE gehen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis es gestartet wurde. Jetzt aber sehen wir hier, wurde OpenBVE perfekt gestartet. Und nun sollten wir auf Package Management gehen und wählen Install Package aus, Select Package und dann können wir unsere soeben gedownloadete britishrailways.zip herunterladen. Oder installieren, sagen wir es mal so. Wir wählen ganz einfach Downloads aus und das ZIP-Archiv heißt BR-Signals. Dann wähle ich Öffnen aus und schon wird das Ganze hier geöffnet. Wenn alles funktioniert hat, sehen wir hier ein Bild und eine kleine Beschreibung. Dann können wir Next klicken und schon wird das Ganze relativ zügig installiert. Nun wurde das Ganze installiert und eigentlich könntet ihr schon theoretisch mit OpenBVE loslegen. Somit könnt ihr Pakete installieren, wird aber auch nochmal in einem anderen Video ausführlicher beschrieben. Was ihr jetzt noch machen könntet, ist auf OpenBVE Addons ganz einfach hier verschiedene Sachen noch fertig eintragen. Und zwar ganz einfach mal Object. Root ist schon fertig eingetragen. Wir wählen nochmal einen neuen Ordner aus und den nenne ich ganz einfach Sound. Achtet bitte darauf, dass das S von Sound groß geschrieben ist und bei Legacy Content checkt dann nochmal, ob da auch nochmal der Ordner Train vorhanden ist. Wir brauchen Train, Railway und dann hier drin nochmal Object, Root, Sound. Falls ihr diese Verknüpfung nicht erstellt habt, könnt ihr ganz einfach euren OpenBVE Addons Ordner finden, indem ihr Windows-Taste und R eindrückt. Dann wählt sich hier dieser Ausführendialog ein. Dort gebt ihr ein Prozent App Data Prozent Welt OK aus und hier kommt die auf einen bestimmten Ordner. Hier wähle ich ganz einfach OpenBVE aus, Legacy Content und hier wären wir dann auch nochmal in diesem Ordner, wo wir gerade eben waren. Und unter Railway wären wir dann unter BVE Addons.
aber die Züge sind vielleicht auch noch ganz wichtig, die dann später mal zu installieren. Das war es auch schon. Ich hoffe, das kleine, aber feine Tutorial hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim OpenBVE-Spielen. Und ja, im nächsten Video, was ihr jetzt dann anklicken könnt, werde ich euch zeigen, wie man Pakete jeder Art installieren kann. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao!